Dann trinken wir erstmal einen Zaubertrank. Zaubertrank stark. Ja, es ist kein Expo gekommen. Das ist schon mal schön. Hat sie das eigentlich noch? Das hatten wir mal irgendwann wegsortiert. Ne, da unten ist es noch. Aber sie lebt halt gerne an der Grenze. Das passt schon. Haben wir hier noch was? Nee. So, eine Tür. Da oben haben wir auch noch eine. Lass erstmal die oben öffnen. Denn ich habe irgendwie den Verdacht, dass hinter der Tür entweder ein Ork-Hauptmann oder irgendwelche Ogerwachen oder was Schlimmes lauert. Auf das wir früher oder später stoßen müssen. Dann gucken wir erstmal hier rein. Das sieht mir eher so aus, da es etwas abseits ist, wie eine, vielleicht eine kleine Vorratskammer oder dergleichen. Hey, jo, Schatztruhen. Wir haben 8 Säbel, 3 Speere, 2 Streitkolben, Kurzbögen und 40 Pfeile. Die nehmen wir mit. 40. Rest lassen wir da. In der Truhe hat es 40 Rationen, die ihr sofort einpackt und mitnehmt. Nein, wir wollen keine 40 Rationen einpacken. Wir können davon ein, zwei sofort essen, aber den Rest schmeißen wir weg. Zumal jeder andere Held ja auch die ihre Spielrationen dabei hat. Zirik ist immer noch betrunken. Na gut. So, wegwerfen. 39. So. Und sie hat schon Charisma minus 4 von den ganzen Ogerlagern. Oh weia. So. Säbel, Speere, Streitkolben, Kurzbogen. Das wird wahrscheinlich nichts magisch sein. Außer vielleicht der Kurzbogen. Na komm, den Kurzbogen gucken wir uns mal kurz an. Kurzbogen. Auch wenn der eher wie ein Kompositbogen aussieht. Aber Zaubersprechen, Talana, Hellsicht, Rudem Arcanum auf Kurzbogen. Nicht magisch. Also sofort weg damit. Dann bleibt jetzt doch nur noch diese gefährlich wirkende Tür da unten. Zaubertrank hast du getrunken. Dann mal auf. Ein großer Raum, gleich ein Seitengang. Mit 2 Orks. Na gut. Doch keine Oger. Aber das ist echt nur eine Frage der Zeit, bis wir auf irgendwas Stärkeres hier unten stoßen. Ich denke, wenn ich dass dieser Stoßtrupp nur aus normalen Orks besteht. Okay, sie sind etwas stärker, aber nicht beachtlich stärker. Normalerweise müsste es ein gut trainierter Ork fast mit uns aufnehmen können. Also was die Werte angeht. Du, geh mal dahin. Und bisher haben wir noch keinen Ork gefunden, der so wie Tirik 40, 50 Lebenspunkte hat. So, du haust den da aggressiv. Sehr schön. Du schießt ihm in die Seite. Jallen gleich in die andere. Dann müsste er auch schon Geschichte sein. Tirik, sehr schön. Jo, 2 Schwerter, 6 Abenteuerpunkte. Nichts Besonderes soweit. Und der Seitengang ist kein Seitengang, sondern eine Tür. Na gut, gucken wir erstmal hier den Raum zu Ende. Eine Sackgasse. Eine übelriechende orkische Latrine. Oh, ganz schnell weg hier. Bevor unsere Elfen noch ohnmächtig werden. Die haben sich bestimmt gar nicht erst so weit rangetraut. Ja, nee, das muss echt nicht sein. So, Floss knacken. Ein Raum und ein Seitengang. Den Raum meide ich erstmal. Vor euch tut sich eine speerbestickte Falle auf. Okay. Misslungen, misslungen. Dreimal misslungen. Gewändezitrie sind leider zerbrochen und somit nutzlos. Nein! Ärgerlich. Zerbrochen. Mist, Mist, Mist. Wegwerfen. Okay, Talana. Komm schon. Okay. Anscheinend will diese Tür nicht geöffnet werden. Oder wir brauchen erst irgendwas aus diesem großen Raum da hinten. Na gut, dann machen wir das doch mal.
umtänzle wieder die speerbespickte Falle. Und da ist mein Ogre. Du geh mal dahin. Wartest ab. Dann gucken wir mal, ob irgendeiner der Orks ein besonderer Ork ist. Du gehst dahin und schießt auf einen normalen Ork. Oh, er kommt viel zu nah dran. Du schießt auf den immer noch normalen Ork. Du gehst mal dahin und haust auf einen ebenfalls normalen Ork, laut Beschreibung. Und du knöpfst dir einfach den Ogre vor. Nimm, nimm, nimm. Du gehst mal dahinter. Also anscheinend nur ein Ogre und drei normale Orks. Ja. Kein Hauptmann oder dergleichen. Zwei normale Orks. Drück. Das war ja wohl genial. Zwei Schläge, zwei Treffer, Ogre tot. Damit wird er sowas von prahlen können, wenn er mal wieder in die Zwergenheimat kommt. Abwarten. Okay, Talan hätte vielleicht weggehen sollen. Na gut, dann gönnen wir uns mal einen Fulminictus. So. Das war's mit dem. Du stellst dich schön in den Weg, schießt ihm in die Seite. Und Gerogon bringt das jetzt zu Ende. Nein, bist halt kein Tirik. Dann da hinten hin. Abwarten. Zurück. Einen noch. Abwarten. So, wir haben einen Bronzeschlüssel. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mit. Wir haben ein Schwert, zwei Streitkolben, Eisenhelme, Schilde und einen Streitkolben, der wieder etwas versetzt ist von den anderen. Aber es scheint ja doch nicht so was zu bedeuten, was ich dachte. Nehmen wir trotzdem mal mit. Ich hatte ja die Theorie, dass die, wenn sie etwas abseits liegen, magisch sein müssen, weil sie sonst bei den anderen mit aufgelistet werden würden. Das war aber nicht so bisher. Trotzdem gucken wir einfach mal ganz kurz, dauert ja nicht lange. Streitkolben, nicht magisch. Wegwerfen, jo. Wegwerfen, jo. Dann haben wir da eine Truhe. Da gucken wir doch gleich mal rein. Die Truhe stellt euch auf Orkisch eine Rätselfrage. Da muss Talana ran, die hat Sprachen recht hoch. Wer ist der Herr über den Tod, über Blut und Rache? Fragt euch die Truhe. Das wird irgendein orkischer Gott sein. Ja, nee. Da antworten wir erstmal nichts. Gehen weiter und hoffen, dass wir irgendwo einen Hinweis darauf finden. Vielleicht eine Statue oder dergleichen. Nichts zu finden. Nichts zu finden. Ah, genau. Vor euch steht eine grob aus Holz gehauene Statue, die einen orkischen Götzen darstellen soll, den ihr nicht erkennt. Oh, erkennt vielleicht Talana den Götzen? Offensichtlich Brazorak, der Kriegsgott. Ja, das ist doch mal sehr schön. Wo ist mein Zettel? Das ist der falsche Zettel. Da ist der Zettel. Also ich finde es schön, dass die Talente so einen Einfluss darauf haben, was angezeigt wird. So, Brazorak. Warum wurde ich jetzt weggeschubst? Brazorak. Mit H am Ende war das. Den wir nicht kennen, hä? Ah ja, doch. Brazorak, den Kriegsgott. Und Tairach, den Jenseitsherrscher. Oh, okay. Tairach. Jenseitsherrscher, das könnte auch tot sein. Noch ein Lager, das aus Versehen von Talana durchwühlt wurde. Jetzt ist sie auch dreckig. So, wo war die Orkenfraß? Nein. So. Orkische Rätselfrage, Talana. Wer ist der Herr über den Tod, über Blut und Rache? Also Brazorak hörte sich an wie Blut und Rache, also Krieg. Aber Tod war Tairach, also Tairach. Mit einem leisen Klicken schnappt das Schloss auf. Die Truhe enthält eine rote Mondscheibe. Okay.
Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Ich mach gleich mal Analyse. Kann nichts Besonderes erkennen. Na gut, dann wird die wohl dazu da sein, irgendetwas zu öffnen. Also tauschen wir die beiden mal wieder. Den kriegt Gwendolyn, die rote Mondscheibe und den Bronzeschlüssel hat sie schon. Und wir wagen uns mal an die Tür da hinten ran. Und wir können sie nicht einfach so öffnen. Wir haben noch den Schlüssel. Gegenstand benutzen. Bronzeschlüssel kann nicht benutzt werden. Okay, dann machen wir das mal so. Gegenstand benutzen, kann nicht benutzt werden. Kann nicht benutzt werden. Okay. So viel dazu. Dann schicken wir mal den betrunkenen Tirik vor, der die Tür einfach einschlagen soll. Komm schon. Hau Rock. Hau Rock. Okay, vielleicht sollte Gero noch da mithelfen. Hau Rock. Hau Rock. Hau Rock. 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 Mist. Warum klappt das mit dem Schlüssel nicht? Also warum können wir ihn nicht benutzen? Das ist echt skurril. Na gut, dann halt altbewährt, Talana, Hellsicht, Penetritzel. Talana, Bewegung, Transversales, dahinter. So, doofe Tür. Na, von hier aus geht's auch nicht. Oh, noch eine Truhe. Und wir haben immer noch keine Dietriche. Die Truhe enthält einen Zweihänder und war nicht abgeschlossen. Na gut. Zweihänder. Zauber. Talana. Hellsicht. Ode Marcanum. Nein. So viel dazu, dass es nicht so häufig daneben schlägt. Hatte ich mich ja in der letzten Stufensteigerung drüber mokiert. Zweihänder. Ist magisch behandelt worden. Okay. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Analyse. Zweihänder. Diese Waffe scheint mir unzerbrechlich zu sein. Also eine einfache magische Waffe. Nehmen wir aber trotzdem mal mit. Dann haben wir noch Silberschmuck, Goldschmuck, Mutelixier und ein Ork-Dokument. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Außerdem finden wir 289 Silbertaler, also knapp 30 Dukaten. Die werden auch eingesteckt. Das Ork-Dokument ist aber mir ein wenig wichtiger. Gegenstand benutzen. Das ist wohl orkisches Gekrakel. Ja, nee, das glaube ich nicht. Das ist wohl orkisches Gekrakel. Angucken. Ork-Dokument. Ja, nee, ne? Jetzt haben wir schon was gefunden, was Aufschluss darauf geben könnte, wo die Orks sind. Und wir können es nicht entziffern. Was haben wir hier? Die Truhe ist leer. Oh, und 853 Silbertaler in der mittleren Truhe. Na gut. Ich probiere noch ein, zweimal. Ah, na also. Ihr haltet offensichtlich einen Aufmarschplan der Orks in Händen. Die Karte und die kruden Schriftzeichen bezeichnen das Hauptlager der Orks, irgendwo auf der Strecke zwischen Fexkaer und dem Einsiedlersee. Und auch den Termin des Angriffs auf Torval, die letzte Pereine-Woche des Jahres 17. Oh, das ist noch eine ganze Ecke hin. Wir haben das Jahr 17, Frühling. Wir haben das Jahr 15, also in 2 Jahren kommen erst die Orks. Haben wir also noch ein wenig Zeit? Erstmal muss aber Talana den Zaubertrank trinken. Flasche kann so weit weg. Ja. Raus. Gucken wir mal kurz vor auf die Karte, ob noch irgendwo eine Stelle ist, wo wir uns hin teleportieren könnten. Da ist kein Platz, dass da noch irgendwas ist. Also nee, gleich zum Ausgang. Zaubern, Talana, Bewegung, Transversales. Dahin. Und raus aus dieser Höhle. Erschöpft und ausgelaugt verlasst ihr den stinkenden Ork-Hort. Ihr macht euch langsam wieder auf den Weg nach Skellalen, dem eigentlichen Ziel eurer Reise. Und
und kommen da auch sofort an. Sehr schön. Also, wir haben das Schwert Grimmring. Wir haben einen Aufmarschplan. Wir wissen, wo die Orks sein werden in 2 Jahren. Jetzt müssen wir noch überlegen, was wir in der Zwischenzeit machen. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal ausruhen und dann hören wir uns ein wenig nach Gerüchten um, ob es noch irgendwo etwas für uns zu erledigen gibt. Und wenn nicht, dann machen wir uns einfach schon mal auf den Weg in Richtung dieses Orklagers und lauern da den Orks auf. So, erstmal brauchen wir mal eine Taverne. Oder eine Herberge, besser gesagt. Ha, eine Taverne. Und alles hat zu. Na gut, dann halt ein Tempel. Ein paar reine Tempel. Da spenden wir einfach mal gleich etwas von dem gefundenen Orksgold. So. Und speichern ab. LP 91. Und wir sehen uns dann gleich wieder.